Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Mordors Schatten. Bei meiner neuen Lieblingsmission, die Reinigung des Schattens. Letzten Mal leider versagt, indem ich einfach versucht habe, diese dämliche Bonusmission zu machen. Das war wieder ein Haufen Scheiße. So, wir werden es aber ähnlich machen wie letztes Mal. Es ist auch falsch, die Menschen irgendwo ranzulassen. Sie können ja alles nur kaputt machen. So. Ab in den Tod stürzen. So, dann werden wir jetzt mal mit dem Locken ein bisschen arbeiten. Halt! Ich habe etwas gesehen! Komm her! Schneller! 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 Nein, jetzt habe ich terrorisiert! Der Uruk ist tot! Komm mal her. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht entdeckt dabei. Da kommen natürlich jetzt gerade eine ganz schön große Eskorte, die sich alle den toten Uruk angucken. Und sagen, ey, zieh dir mal rein, der Uruk ist tot. Ich rieche etwas. Er ist tot! So. Von wem wurde ich denn jetzt entdeckt? Ach, von denen an der Seite. Oh, ey, gibt's doch nicht. Lief natürlich auch wieder ganz spitze. Jetzt habe ich zwei Kreaturen zum Aufschlitzen: den Grabwandler und meinen Karagor. Aber nur, wenn ich noch mit dem Karagor rumreite. Weil ich im Moment nicht vorhab. So, genau, hüpf noch mal rüber. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Hätten vielleicht mehr gefunden, wenn sich die Karagor nicht an meinen Bleichhäuten zu schaffen gemacht hätten. So, rüber mit dir. Na komm, na komm, na komm, na komm. Dann haben wir auch wieder die Position erreicht. Ihr solltet euch von mir fernhalten. So, aller guten Dinge sind drei. Wenn man die abzieht, wo ich es früher versucht habe. Sollen wir mal, freundlichkeitshalber die andere Richtung anstreben. Gefragt, ob sie ja etwas Grog wollten. Der Grog reicht nicht mal für uns. Wozu tust du das? Damit ich die Hoffnung in ihren Augen schimmern sehen konnte, bevor ich sie ihnen ausgestochen habe. Das ist gut. Das muss ich auch mal probieren. Ich glaube, jetzt fehlt an der Ecke noch genau ein Fackelträger und der ist da irgendwo da unten. Ah, gut, ich komme hier noch höher. Schiebt ihr Wache! Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich glaube, der ist das. So, dann haben wir es nämlich ausgeschaltet, ohne dass wir zu nah rangekommen sind. Ach ja, die Ghule greifen immer an, weil ich ja die Fackelträger ausschalte. Redest du mit mir? Tot, 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 tot! Nein! Kann doch nicht sein! Ich war doch schon auf dem drauf.
Boah, langsam aber sicher, ne? Na komm, geh doch darüber. Ja, ja, ihr und eure Ghule. Ich habe ganz andere Probleme. Weil ihr mich einen Fackelträger einfach nicht kriegt. Dann machen wir mal jetzt so viel Verwirrung im Lager wie möglich. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Denkst du nur, ist da nicht so. Aber guck, der Karagor wütet da unten noch. Den kriegt man ja auch nicht mal eben. Seriously? Entfache das Signal! Moment! Ich Habt ihr gesehen, wie der mich entdeckt hat? Ich stand doch schon, ohne Witz, da muss der ja wirklich total in den Nacken, der wahrscheinlich genossen, genießt, und hat dann einfach so gedacht, da ganz oben, da ist irgendwas, am Arsch der Welt, ich habe ihn gesehen, der Tag. Und übrigens danke, dass er in den Kommentaren beantwortet wurde, der Tag ist natürlich nichts anderes als der Mensch. Deshalb bin ich der Targ und der Waldläufer und der Grabwanderer. Aber keiner nennt mich bei wahrem Namen. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß kann ich dir nicht, wenn du ihn getötet hast. Wie hat er dann erst gestern einen Haufen getötet? Weil er ein Geist ist. Du tötest ihn und er kommt zurück. Das wirst du schon noch sehen. Ich glaube von dem hier. Ne, das ist noch zu weit. Da sind wir noch zu nah dran. Wir müssen noch einen weiter runter. Gut. Immer ist auch kein Terror wegen dem zusätzlichen Ziel. Was war das? Nix. Okay, da unten ist nichts. Hier können wir uns ein paar Pfeile noch sammeln. Mein Hauptproblem wird jetzt sein, nee, ich habe kein Problem. Ich gehe wieder außen rum. So, jetzt aber. Was war das für ein Geräusch? Und ich hoffe mal, es kommen jetzt nicht wieder 1000 Leute hier an. Genau, schmeiß den runter. Wenn die Leiche weg ist, ist sie weg. Wir sind ja nicht in... Wir haben ja keinen Zeitdruck. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Fische. Habt ihr das gehört? Komm her. Dann wurde ich auch erwischt. Alter.
Da hinten sind zwei. Da soll ich vielleicht jetzt gerade nicht direkt. Ich frage mich, was der Turm hier tut. Er ist sicher hier. Ihr, dieser Ausgestoßene. So, alles gut. Hier gab es einen Mord. Hm. Was war das? Hier gab es keinen Mord. Das war Liebe. Ghoul! Ghoul! Spürst du das? Ghoul! So viel zum Schützen. Genau, irritiert mal die Leute ein bisschen. Vorsicht nicht, dass dich wieder ein Schütze sieht, Doc. So, der Karago unterstützt uns jetzt auch schon. Da vorne ist noch ein Schütze. Was war da? Ach so, der Turm. Ja, der Karago tötet die Fackelträger. Das war der Karagor, das war ich nicht. Das ist das Ende. Christ ist Fisch. Ich habe keinen Fokus. Ich habe noch zwei Pfeile und keinen Fokus. Ach, da ist doch Fokus. Den haben wir es im letzten Kampf gezeigt. Sehr schön. Relativ schön. Ah. Gut, gut, gut. Dann können wir ja direkt das nächste machen. So, Schnellreise darüber. Oh. Es war nicht genug, die Diener des dunklen Herrschers lediglich zu töten. Er ließ sie von den Flammen verschlingen. Das ist ein Grauk. Ich muss mal gucken, ob ich den mit Schatten aufsitze und den dann töte, ob das dann auch gilt. Okay, riesiger Grauk gegen 80 Millionen kleine Mistviecher. Läuft. Weg mit dir. Jetzt ist er aber tot gewesen, oder? Nee, er steht nochmal auf. Jetzt aber.
sehr gut. Das waren auch schon mal die Jagdherausforderungen. Ein Schattenkaragor. Schattenkaragor. Was können wir verbessern? Ach, alles, was wir wollen. Drücke im Fernkampfmodus LT. L plus R um 15 Sekunden unbegrenzten Elbengeschossen Fokus und Brandfalle zu erhalten. Da diese Fähigkeit mit Schleichtötung auf. Drücke im Schleichtötungsmodus RT gedrückt halten. L plus R um 20 Sekunden auffindbar zu sein und unbegrenzte Schleichtötung durchzuführen. Dim 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 dim. Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. So oder so sind wir auf ihn gefasst. Ihr seid auf gar nichts gefasst. Es war nicht genug. Ach, das habe ich schon vorgelesen. Dann starten wir die Legende einfach mal. Da fällt mir gerade ein. Ich muss ja. Die Sache ist ja die. Ah! Ich muss ja Fokus aufbauen, dann in den Modus rübergehen. Ich habe das Gefühl, das Bild ist ganz schön dunkel geworden. Ich überlege jetzt gerade wirklich. Wie war das denn normal? Mit Feuerpfeil töten. Doch Verbesserung. Todesdrohung, Brandfall. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandfall verschließen. LT, RB gedrückt halten. RB, LT, Ich weiß gerade, ich krieg gerade so das eine oder andere Problem hier. Aber ich arbeite dran. Bam, 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 bam. Das hast du davon, wenn du nach Mordor kommst. Ich werde dich fertig machen. Hogrisch Halblingfreund? Ich denke nicht. Du entkommst uns nicht. Niemand besiegt mich, Made. Ja, nur ich. Hab ich dich nicht gerade jetzt gewarnt? Aua! Und nochmal. So, jetzt mach ihm Platz. Das war's. War aber leider nicht meine Mission hier. Wir werden dich in Schlinge halten. Ja.
Jetzt hat es ganz gut geklappt mit dem Brandpfeil, ne? Vorhin nicht so. Vielleicht da jemand mehr? Ah, scheiße. Ein bisschen, wie soll man sagen? Handverkrüppelung, die Brandpfeile einzusetzen. Oh, sehr schön, das hat gereicht. Dann töten wir den noch hier von unten. Schleicht hier jemand herum? Hol mal unsere Rune, wird nichts Besonderes sein. Bisschen Verteidigung gegen Fernangriffe. Guter Schwung, muss man schon sagen. Nachdem der Grabwandler ihnen den Abgrund gefährdet hatte. Welchen Verbündeten haben wir denn da hinten? Skoon. Skoon der Schlitzer. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Bleibt wachsam, es könnte zurückkommen. Ah, ich glaube, das hier war die Mission mit den Schützen ausschalten, ne? Erreiche die Wache des Henkers, ohne entdeckt zu werden, ja. Habe ich da gerade etwas gehört? Nee, hast du nicht. Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Oh, und da darf ich nicht hoch. Ein Geräusch. Stimmt doch gar nicht. Ach, ich werde dann entdeckt, sobald ich meinen meinen Hauptmann nutze. Ist ja total doof. Warum soll das dann sein? Das ist doch einfach nur Verrat an der eigenen Rasse. Na, lässt du das? Finde mich gar nicht gut, wenn du die Flamme entfachen willst. Boah, so langsam finde ich den Schattenangriff richtig geil. Schade, dass ich ihn erst so spät im Spiel gelernt habe. Ja, ja, wir machen auch etwas Action. Ja, ist jetzt auch egal. Weg! Halt! Ich habe was gesehen. Lass mich hier raus. Ich will mich eigentlich nur die Mauer hier hoch. So. Und das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.